Österreich, Ungarn, Tschechien, das ist ein ganz besonderes und ein ganz starkes Kraftfeld für eine positive Reformbewegung. Und es erfüllt mich mit Stolz, als österreichischer Patriot im besten Sinne dieses Wortes, heute hier bei dieser Auftaktveranstaltung, Gründungsveranstaltung dabei sein zu dürfen. Es hat ja immer geheißen, die Internationale der Nationalen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Aber die Allianz, die wir Ihnen heute präsentieren, beweist das genaue Gegenteil. Uns geht es nicht darum, Europa zu zerschlagen, uns geht es nicht darum, Europa zu zerstören, wie die Zentralisten das gerne behaupten, um die Menschen zu verunsichern und um ihre eigene Legitimität aus erfundenen Bedrohungen abzuleiten. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Wir sehen unsere Aufgabe darin, den pluralistischen Charakter unseres Kontinents wieder zu beleben. Wir sehen unsere Aufgabe darin, dafür Sorge zu tragen, dass die Eigenheiten der wundervollen Nationen Europas bewahrt werden und sich gedeihlich weiterentwickeln können, dass wir Zusammenarbeit überall dort sicherstellen, wo sie notwendig ist und zu unseren Völkern auch zum Vorteil gereicht. Und all das auf Augenhöhe zueinander und in freundschaftlicher Verbundenheit miteinander. Und genau deshalb werden wir keinesfalls tatenlos dabei zusehen, wie sich ein europäischer Superstaat entwickelt, bei dem dann die Parlamente der Mitgliedstaaten, die ja durch ihre Bürger legitimiert sind, dann zu einer Art Folkloreabteilung zusammengestutzt oder degradiert werden und wo Souveränität und wo Selbstbestimmung der einzelnen Staaten nur noch leere Hüllen sind, leere Worte und leere Begriffe, die keine Kraft und keine Bedeutung in der Wirklichkeit mehr haben. Wir, die wir heute dieses Bündnis mit unserer Unterschrift besiegeln, wir wollen ein Europa, das sich wieder mit Stolz, mit Wertebewusstsein, mit Tradition und mit Vielfalt präsentieren und weiterentwickeln kann. Wir wollen unser Europa nicht den von der Leyen, den Macrons oder irgendwelchen linken ideologischen Experimenten überlassen. Nein, wir wollen kein Spielball der Interessen anderer sein und uns für fremde Zwecke in Konflikte oder gar in Kriege hineintreiben lassen. Nein, und wir wollen schon gar keine EU-Regierung mit einem Totalverlust der nationalen Kompetenzen. Nein, wir stehen dafür, dass die gewählten Volksvertretungen in den Mitgliedstaaten wieder aufgewertet werden. Ja. Wir wollen, dass direkte Demokratie auch schwerer wiegen kann und gewichtiger sein kann als europäisches Recht. Ja, wir wollen ein Europa der echten Subsidiarität mit einem klaren Bekenntnis zur Vielfalt auf diesem Kontinent. Ja, wir wollen, dass diese EU-Verwaltung abgespeckt wird. Ja, weniger Kommissare, zumindest um ein Drittel weniger, wie es die EU sich ja eigentlich selbst vorgeschrieben hat. Wir wollen ein EU-Parlament, das deutlich kleiner ist, in der Größe etwa des US-Repräsentantenhauses, 435 zu 720 im EU-Parlament. Da sehen Sie ja, dass etwas in die falsche Richtung läuft. Und wir wollen den Einfluss der 35.000 Lobbyisten in Brüssel drastisch reduzieren, ja. Und wir wollen im Gegenzug den Einfluss der Völker massiv aufwerten, ja. Und wir wollen die Kompetenzen von Brüssel zurück in unsere Heimatländer holen, ja. Sie sehen also ein durch und durch positives und gutes Programm für die Völker Europas. Wie Sie alle wissen, hat es nach dem Brexit-Referendum ein Weißbuch der EU-Kommission gegeben und dort sind fünf mögliche Entwicklungsszenarien für die Zukunft der EU entworfen worden und zwei davon gefallen mir eigentlich ganz gut. Das eine ist das, dass man als Koalitionen der Willigen bezeichnen kann. Das heißt, dass nur noch jene Staaten, die das wollen, eine vertiefte Kooperation betreiben in Bereichen, wo sie das für notwendig halten. Und das andere ist das sogenannte Szenario Nummer 4, das man zusammenfassen kann mit weniger, aber dafür effizienter. Und das ist im Übrigen auch jenes Szenario, das wir im Jahr 2017 in das Regierungsprogramm mit unserem damaligen Koalitionspartner hineinverhandelt haben. Wir brauchen jedenfalls keine Europäische Union, die sich in alles einmischt. Ja, vom Bräunungsgrad unserer Pommes frites über die Beimengung von Insekten zu unserem Essen bis hinauf zu einem linksgrünen Klimadiktat, das über den ganzen Kontinent gestülpt wird, das in Wahrheit nur zu einer planwirtschaftlich gesteuerten Deindustrialisierung und zu einer gigantischen Wohlstandszerstörung am Kontinent führt. Wir brauchen vielmehr ein Europa, das den ursprünglichen Zielen der europäischen Zusammenarbeit wieder gerecht wird, das sie wiederbelebt, das sie mit Leben erfüllt und mit Leidenschaft. Es geht um Frieden, es geht um Freiheit, es geht um Sicherheit, es geht um Wohlstand für möglichst alle Bürger dieses Kontinents.
Önök is tudják, hogy az európai gazdaság válságban van. Európa gazdasági súlya csökken, terrorveszély és az illegális migráció állandósul, és a szomszédságunkban van egy háború, aminek a kitörését nem tudtuk megakadályozni, a kitörése után pedig nem tudtuk elszigetelni. Ezért a háborús eszkaláció árnyékában élünk. Az európai emberek három dolgot akarnak: békét, rendet és fejlődést. És amit a mostani brüsszeli elittől kapnak, az a háború, a migráció és a stagnálás. A külső rossz körülmények mellett ehhez a válsághoz a mostani brüsszeli elitnek a rossz döntései is, hibás politikai döntései is hozzájárultak. Versenyképtelenné tették az európai gazdaságot. Kereskedelmi háború szélén állunk a legfontosabb potenciális partnereinkkel, és elrontották a zöld átállást. Ami most van Brüsszelben, az nem zöld politika, mi Magyarországon mondjuk, hanem méregzöld. Ez a zöld politika megmérgez bennünket, nem meggyógyít, hanem megmérgez bennünket. Ma több kőszenet használunk Európában, mint a zöld változás a Green Deal előtt. És az árak sokkal magasabbak, mint korábban voltak, és ez tönkreteszi a gazdaságot. A politikai változás Európában megkezdődött, hiszen több európai kormánynak is le kellett mondania az európai választások miatt. Ez egy bizonyíték arra, hogy a demokrácia csak nemzeti keretek között lehetséges. A nemzeti kormányoknak tudomásul kellett venni az európai emberek döntését, és lemondtak, de a brüsszeli elit ellenáll. Mert Brüsszel nem demokratikus konstrukció. Ebben a helyzetben nekünk az a kötelességünk, hogy érvényt szerezzünk a választópolgárok akaratának. Három politikai párt ül itt most önök előtt, a legerősebb osztrák párt, a legerősebb cseh párt és a legerősebb magyar párt. És vállaljuk azt a felelősséget, hogy elindítjuk ezt az új platformot és új frakciót. Szeretném világossá tenni, hogy ez az a célunk, és hiszünk abban, így is lesz, hogy ez hamarosan az európai politika legerősebb jobboldali tömörülése lesz. Ezért bocsátjuk ki azt a patrióta manifestumot, amit önök is hamarosan készhez vehetnek, és amit mi aláírunk. Ez egy manifestum, amely összefoglalja azokat az eszméket és célokat, amely köré a mi munkánk majd szerveződik. We decided to establish a new political parliamentary group in the European Parliament, Patriots for Europe. We have joined forces because we have three main priorities we share and which unite us. And these priorities will define our EU policy, defending sovereignty, fighting illegal migration, and the issue of the Green Deal. So first of all, we are firmly convinced that in the context of adhering to the unique cultural identity and maintaining the unique cultural identity of the European countries, it is important to strengthen sovereignty of each and every member state. We seek to achieve a European Union that is based on strong and independent national states, but not a federation that is dominated by Brussels. Secondly, we are resolved to solve the problem of illegal migration and the asylum and migration pact adopted at the EU level needs to be changed because what we want is safety, stability and prosperity of the European citizens. We will undertake an all-out effort to work towards measures aimed at protecting the external borders of the EU that dismantle smugglers' networks and that ensure
that those who have no right to stay in Europe can be removed immediately. Every country must have the right independently to decide who is to live in their country and work there. Thirdly, we see that there is an urgent need to revise the Green Deal. Our parliamentary group wants a well-balanced approach towards environmental policy, an approach that ensures and supports sustainable economic development. And the Green Deal is actually strengthening the competitiveness of the EU. It has pulled a brake on economic development, and it actually jeopardizes our European economy's competitiveness. So we will develop socially just, economically viable solutions. And for this reason, we suggest the following solutions. In other words, lifting the ban on internal combustion engines, lifting the emission certificate, an end to restrictions on the energy sector, implementation of equality of all measures for funds and financial instruments. What we want is an energy independence that is to be strengthened. We want to strengthen the development of raw materials. And for this reason, ANO decided to leave its original group and join with like-minded parties a new group. And winning this new group in Parliament, we can actually fill the program we promised to our voters with life and implement it. And just because we understand Europe very well, we stand here at the cradle of the birth of the patriotic European forces. We want to develop an EU that respects the sovereignty of its members, strictly protects its external borders, and that supports sustainable, fair, and just environmental policies. We invite all like-minded individuals and parties to join us. By joining forces, we will be able to ensure that a stronger Europe that performs better can be established, that serves the interests of its citizens.